event in Oz. Here's our... Ich flog von Orléans über Neapel, Etna, till Catania. Och där hoppade vi och väntade på en insats. När de brittiska fallskärmsjägarna landade möttes de av de tyska fallskärmsjägarna som landat dagen innan. Am Abend sind plötzlich Maschinen gekommen und Fallschirmjäger sind gesprungen. Wir haben zuerst geglaubt, es ist Verstärkung für uns, aber es waren Engländer. Und da waren schon die ersten 150 herunten. Und später, die Maschinen sind in circa 80 Meter Höhe geflogen und das Ganze im G-Bataillon hat die Maschinen mit Maschinengewehren beschossen und es sind nur mehr die Hälfte aus den Maschinen rausgekommen. Und dann kriegten wir einen neuen Befehl. Wir flogen zurück und unsere Einheit wurde dann Skorzen mit 40 Leuten zugeteilt. Der Skorzeni hatte dann praktisch den ganzen Verlauf vom Duce durchgeführt, bis nachher feststand, dass der Mussolini auf den Gran Sasso im Hotel gefangen gehalten wurde. Wie gesagt, die ganze 8. Armee hat versucht, entlang der Küste über Pescara nach Rom zu gelangen. Diese ganze Offensive ist eigentlich in Blut und Schnee und Kälte und Schlamm erstickt. Von der SS. Und das haben wir gemacht, die sind dann abends eingesetzt worden, weil außer am Mittelmeer 13, 14 Einheiten von der Alliierten, Tagläsern, Kreuzer, Zerstörer und alles. Und wie der Dämmerung der Übergang war, dann hat es geheißen, jetzt geht's zum Angriff. So, wir sind jetzt auf der Höhe 593, also 593. Das war höher als der Monte Cassino, als das Kloster. Und genau unter dieser, unter diesem Obelix ist meine Höhle, 4 Meter tiefer. Dort war ich mit 10, zeitweise 12 Soldaten, um diese Höhe 593 nach dorthin zu verteidigen. Rechts von mir lag eine weitere Gruppe mit 12 Mann, der 10. Kompanie mit dem Unteroffizier Scharschmidt, der diesen Abschnitt verteidigt hat. Also auf unsere beiden Gruppen oder von unseren beiden Gruppen mussten die Angriffe, die nach der Bombardierung erfolgten, an der Nacht zu dem 16. Februar 1944, die Artilleriebeobachter, der Engländer oder wer immer auch, der Neuseeländer, hatten eine Stelle, die von mir zu erreichen war, mit Gewehrgranaten, konnte ich auf 60, 80 Meter ziemlich zielgenau schießen. Ich wusste, wo sie waren, hatte sie ja vorher mal überrascht und war in der Lage, sobald sie den ersten Schuss abgefeuert hatten und korrigieren wollten und dieses durchgeben wollten, habe ich dann mit meinen Gewehrgranaten mit 2 oder 3 Schuss immer diese Aktion zum Stehen gebracht. Denn wie wir rankamen in der Dämmerung, fing das MG an. Da, 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 da. Du, mit 3 Mann in das schmale Loch rein. Die Hacken, die Füße hinten, die
guckten hinten raus. Ne? Das war viel zu kurz. Aber da gingen die Schüsse, die gingen kurz über uns weg. Du. Also, ist uns nichts passiert. Die hatten da zu hoch eingestellt. Ne? Innan vi gick till angrepp, då skulle vi genom en flod som hette Rapido, som gick genom staden Casino. Det hette att gummibåtar skulle sätta oss över. Och pionerarna skulle liksom ställa sina gummibåtar till förfogande, men sådana fanns inte tillgängligt. Så ordern kom att vara genom floden med vatten upp till halsen, maskingevär och gässan. Das ist das sogenannte Felsennest, wo wir unseren zweiten Angriff vorgetragen hatten. Wir sind hier von der Anhöhe über den Rapido in dieses Gelände, was vollkommen versumpft war, weil die Brücke, die Eisenbahnbrücke gesprengt war und der Rapido alles gestaut hatte. Wir lagen hier kurz vor dem Felsennest und mit einem Mal bekamen wir Artillerieunterstützung. Leider schossen die zu kurz und wir hatten die ersten Ausfälle. Und das inzwischen waren aber die in einer Felswand, die ich nicht gesehen hatte, herangekommen und waren in unserer Stellung drin und ich konnte nicht mehr mit dem MG schießen. Habe ich mit meiner Pistole noch versucht, da hier und da über Schatten, ein Schatten, da ein Schatten. Das waren alles auf 2 oder 3, 4 Meter ging das hier ungefähr. Der Panzer schon an der Via Casalini und wollte uns auch umgehen. Das waren 6 Stück. Und die waren dann, diese Angriffe, waren sie ruckzuck erledigt. Die haben wir kurz abgeschossen, ersten, letzten, dann den ersten. Das war eine einfache Geschichte. Efter kriget återuppbyggdes klostret och en av de tyska fallskärmsjägarna som försvarat ruinhögen återvände i en annan uniform. Ich bin vom Berg heruntergeholt worden nach der zweiten Bombardierung auch und nach dem Granatfeuer. Das Granatfeuer, das Alexander, General Alexander ja erwähnt. Wir hatten keine Ausfälle, weil wir ganz oben auf der Anhöhe waren. Und ich muss sagen, ich hatte während der ich weiß nicht, wie lange das Artilleriefeuer gedauert hat, ich war geistig dann nach einiger Zeit total weggetreten. Ich habe nicht mehr erfahren, wie viele Stunden das Trommelfeuer gedauert hat. Aber wie das Trommelfeuer aufhörte, war ich hellwach da. Wir haben sofort den Widerstand aufgezeigt und wir haben die Stellung gehalten.